Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einem neuen Video. Heute habe ich eine Rezension für euch über ein Buch, das ich mehrere Monate gelesen habe, aber nicht, weil es so langweilig war, sondern weil ich es als Hörbuch gehört habe. Und Hörbuch kann ich nur im Auto hören, wenn ich irgendwo unterwegs bin, alleine. Wenn ich mit den Kindern fahre, müssen wir Hörbücher für Kinder hören. Von daher hat es ein bisschen länger gedauert, bis ich dieses Buch durch hatte. Nichtsdestotrotz ist es ein super Buch und ich kann es wirklich empfehlen und von daher wollte ich mal eine Rezension dazu machen. Und zwar geht es um The Bone Season, die Teil 1, die Träumerin von Samantha Shannon. Das ist das Hörbuch dazu. Gesprochen wird es von Laura Meyre, falls es jemandem was sagt. Hat 8 CDs und 600 Minuten hat es gedauert. Also ca. 600 Minuten, das ist ja immer so Pi mal Daumen. Grandios eingesprochen, also zum Thema Sprecherin, die hat es super toll gemacht, sie hat wirklich super Betonungen gemacht, sie hat verschiedene Stimmenlagen benutzt. Sie hat es rasant gelesen, wenn es rasante Geschichte war, Stelle war, also es ist wirklich super gemacht. Also das Hörbuch kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich überlege wirklich, ob ich den zweiten Teil nicht auch als Hörbuch höre, obwohl ich das Buch da habe, weil ich einfach grandios finde, wie das gelesen ist. Worum geht es? Ich lese euch mal kurz einfach mal den Klappentext vor hinten. Deine Gedanken sind frei, du nicht. Sie ist stark, sie ist schnell und sie kann etwas, was sonst niemand kann. Die Gedanken anderer auskundschaften. In einer Welt, in der Freiheit verachtet wird und Träume verboten sind, wächst die junge Paige zu einer Kriegerin heran. Doch dann wird sie erwischt und in eine geheime Stadt verschleppt, in der ein fremdes Volk herrscht, die Rephaim. Und wo sie Arcturus trifft, den jungen Rephaid mit den goldenen Augen. Er ist das schönste und unheimlichste Wesen, das sie je gesehen hat. Seine Gedanken sind ihr ein Rätsel und ausgerechnet ihm soll Paige von nun an als Sklavin dienen. Also ich habe auch das Buch da, zeige ich euch vielleicht auch mal. Es ist halt im Bloomsbury Berlin Verlag erschienen, kostet 16,99 €. Den ersten Teil gibt es aber schon als Taschenbuch. Ich habe jetzt halt das Hardcover, weil ich das halt schon ein bisschen länger habe. Das erste, wie gesagt, gibt es als Taschenbuch. Der zweite Teil ist auch schon erschienen, heißt Untertitel Die Denkerfürsten. Ist vom Cover rot und gibt es aber nur als Hardcover bisher. Es wird auch, glaube ich, soweit ich weiß, noch einen dritten Teil geben. Ich weiß nicht, ob da noch weitere Folgen oder ob das mit den drei Dritten abgeschlossen ist. Auf jeden Fall wunderschöne Geschichte. Also ich kann es wirklich jedem empfehlen. Es ist eine grandiose Welt, was die Autorin da zusammengestellt hat. Es ist was ganz Besonderes. Es ist nicht so eine 0815 Vampir-Dämonen-Geschichte. Es ist eine sehr, sehr komplexe Geschichte. Also diese Hintergründe über diese Rephaim und wie sie mit diesen Gedanken umgeht und wie sie ihre Macht erkundschaftet, wie sie gejagt werden. Es ist alles so rasant und es gibt fast an jedem Kapitelende einen Cliffhanger, sodass man praktisch unbedingt weiterhören möchte oder weiterlesen möchte, weil es einfach einen so ärgert, dass es so mittendrin irgendwie aufhört. Es liest sich super schnell weg, die fast 600 Seiten, die es hat, sind weg wie nichts. Das Hören, also ich glaube, ich hätte es an einem Abend komplett weggehört, wenn ich es nicht, wie gesagt, halt nur im Auto hören könnte, weil es einfach so genial war. Und zwar nicht nur wirklich der Sprecher, sondern auch die gesamte Geschichte. Also es ist wirklich eine super Geschichte, die ich so bisher noch nie irgendwo gesehen habe. Es ist einfach was ganz Neues im Bereich Jugendbuch und ich finde, es hat viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Im Buchladen sehe ich das ganz, ganz selten stehen und auf BookTube habe ich das, glaube ich, 2-3 Mal gesehen, ansonsten gar nicht. Also ich finde, es verlangt auf jeden Fall, bräuchte eigentlich mehr, viel, viel mehr Aufmerksamkeit, das Buch, weil es wirklich was ganz Besonderes ist. Es ist nicht nur was für weibliche Leser, ich würde es auch durchaus, obwohl die Hauptprotagonistin die Protagonistin eine Frau ist, würde ich trotzdem das auch in jugendlichen Lesern empfehlen. Jugendlichen Lesern, klar, sind alle Jugendliche, männlichen Lesern empfehlen, weil es einfach sehr, sehr viel Action enthält, sehr, sehr viel Action-Szenen, die
nicht nur diese halt Liebesgeschichte im Vordergrund haben. Die Liebesgeschichte spielt eigentlich, also zumindest im ersten Band, ich weiß jetzt nicht halt, wie es im zweiten Teil weitergeht. Es kann sein, dass da die Liebesgeschichte ein bisschen mehr in den Fokus gerückt wird. Aber im ersten Band spielt das so gut wie gar keine Rolle ganz am Anfang. Also erst gegen Ende wird es eigentlich richtig was. Und auch diese Liebesgeschichte, die kommt so schleichend, dass die gar nicht so in den Fokus rückt und dadurch halt praktisch für vielleicht den männlichen Leser etwas nervig sein könnte. Ich will jetzt nicht unterstellen, dass Männliche keine Liebesgeschichte lesen, um Gottes Willen, das ist bestimmt auch der Fall, aber aus meiner Erfahrung lesen einfach männliche Jugendliche weniger Liebesgeschichten. Von daher möchte ich das mal erwähnen. Ich finde es auf jeden Fall super Buch, auf jeden Fall ein Buchtipp von mir und ich werde den zweiten Teil auf jeden Fall bald lesen. Ja, ich möchte einfach alles irgendwie bald lesen. Und ja, Cover wunderschön, sieht wunderschön aus. Macht sich auch im Bücherregal auf jeden Fall super. Und es ist was Besonderes. Lasst euch drauf ein. In diesem Sinne, schreibt mir, wenn ihr das Buch schon gelesen habt und wie ihr das gefunden habt, ob ihr das auch so begeistert seid wie ich. Oder ob ihr eher was daran auszusetzen hattet, das würde mich wirklich interessieren. Also auch die negativen Kommentare bitte rein, ob das Buch, also negativen, bitte halt keine Hater-Kommentare, aber ob euch negativ im Sinne, ob das Buch jetzt für euch negativ war und nicht so ein tolles Erlebnis wie für mich. Schreibt mir das gerne rein, ansonsten über einen Daumen nach oben für dieses Video würde ich mich sehr freuen, wenn es euch gefallen hat und wir sehen uns dann bei der nächsten Rezension. Tschüss!